Es ist der zweite Stop der Red Bull Cliff Diving World Series hier in Dänemark. Kopenhagen ist der erste von drei neuen Austragungsorten im diesjährigen Kalender und zudem der nördlichste Punkt der Series. Die dänische Hauptstadt ist eine der lebendigsten Städte im Norden Europas. Eine großartige Mischung aus historischer Stadt und moderner Urbanität. Das Fahrrad ist Teil des täglichen Lebens für die 1,2 Millionen Kopenhagener. Und wenn sich die Sonne blicken lässt, bietet Kopenhagen eine Vielzahl von Orten zur Entspannung. In diesem Jahr wird der Champion der Red Bull Cliff Diving World Series nach 8 Stops rund um den Globus gekürt. Die Athleten müssen ihr Potenzial in Europa, Nord- und Südamerika zeigen und zum ersten Mal überhaupt in Asien zum großen Finale des Cliff Diving Sommers. Die Saison endet in Thailand und sie begann Ende Mai in Frankreich. Der Start ins fünfte Jahr der Series fand im malerischen Städtchen La Rochelle statt. Dieser Ort kann auf eine lange Fischerei- und Handelstradition zurückblicken. Der Hafen war einst der größte an der französischen Atlantikküste. Der Saint-Nicolas-Turm thront majestätisch über dem Hafen. Und aus unterschiedlichsten Gründen ist dies eine der herausforderndsten Austragungsorte für die Springer. Die Athleten der World Series sind jedoch die Besten ihrer Zunft und bereit für eine neue Saison und bereit für neue Herausforderungen. Wie immer spielt der Wind eine große Rolle in La Rochelle. It's windy. Es ist windig, es ist kalt, es ist La Rochelle, Baby! Am Wettkampftag ist der Hafen gefüllt mit 70.000 Zuschauern, die die Action aus nächster Nähe erleben wollen. Für Blake Aldridge war es der beste Wettkampf seiner Karriere. Der Brite belegte Platz 3. Ein toller Bewerb für mich. Mein erstes Podium in 2 Jahren auf der Tour. Ein echt guter Start in die Saison. Jetzt freue ich mich auf das nächste Event, wo ich hoffentlich auch ein gutes Ergebnis einfahren kann. Unschlagbar war diesmal Artem Siltschenko. Der Russe hatte einen überragenden Saisonbeginn. Für mich ist es der erste Sieg in diesem Jahr und dementsprechend wichtig für mich, weil ich es zum ersten Mal aufs Podium geschafft habe hier. La Rochelle ist ein sehr unheimlicher Platz für mich. In den vergangenen Jahren hatte ich hier immer Probleme, aber jetzt habe ich hier gesiegt und das alles liegt nun hinter mir. Ein großartiger Start in die neue Saison. Die Cliffdiver sind bereit für die nächste Station in Dänemark. Und das ist die beeindruckende neue Location, die Staatsoper von Dänemark. Das Setting für die 14 Cliffdiver könnte nicht noch theatralischer sein, zumal ihre Bühne auf dem Dach der Oper in 28 Meter Höhe steht. Das wird ein ganz spezieller Ort, eine einmalige Gelegenheit, von so einem bedeutenden Gebäude in einer ikonenhaften Stadt zu springen, wie ein Traum. Das Opernhaus bietet den Springern einen Panoramablick über Amalienborg und die Marmorkirche, aber die Blicke der Springer richten sich mehrheitlich nach unten auf das Wasser. Keine Touristen, nur die besten Highdiver der Welt stehen auf dem Dach. Man muss all seinen Mut aufbringen und seine Ängste hier überwinden. Die drei wichtigsten Punkte bei diesem Bewerb sind: erstens, dass es die höchste Plattform der Series ist, 28 Meter. Das fällt dem Zuschauer nicht so auf. Für die Springer macht es aber einen Riesenunterschied, ob sie nun einen Meter oder gar nur einen halben Meter höher abspringen. Die Geschwindigkeit wird höher und das Eintauchen ist viel härter. Zum Zweiten springen wir hier vom Dach des Opernhauses und das bewegt sich selbst auch. Es ist unmöglich, es ruhig zu bekommen. Das wirkt sich auch auf die Plattform aus und macht es damit noch schwerer für die Springer, hier einen guten Absprung zu schaffen, dass sich die Plattform ja eben auch bewegt. Sie sind die Besten der Welt und können sich auf sowas einstellen, aber es bleibt eine Challenge. Der dritte Aspekt ist, dass es heuer nur ein Streichresultat gibt. Das baut mehr Druck auf, da sie immer ihre Top-Leistungen zeigen müssen und sich nicht zurücklehnen können nach dem Motto: Ich habe ja noch einen Streicher. Das wird die ganze Sache noch interessanter machen. Die Vorbereitungen für Runde 1 laufen. Der erste offizielle Dive in einer neuen Competition ist immer etwas Besonderes. Die Spannung steigt, jeder hat seine eigenen Methoden, um sich zu konzentrieren.
Wie immer wird eine fünfköpfige Gruppe von internationalen Judges den Wettkampf überwachen. Claudio De Miro ist der Head Judge. Sie vergeben Punkte von 0 bis 10, die höchste und die niedrigste Wertung wird gestrichen, der Rest wird mit dem Schwierigkeitsgrad multipliziert. In Runde 1 müssen die Springer einen festgelegten Schwierigkeitsgrad von 3,8 zeigen. 26, 27, 28. Diese Sprünge musst du dir gut anschauen, um einen guten Eindruck zu bekommen. Das kommt aber alles mit der Erfahrung. Wir trainieren härter und dann funktionieren auch solche Sprünge. Zum ersten Mal in der Geschichte nimmt ein deutscher Cliffdiver gemeinsam mit dem Besten am Wettkampf teil. Es ist eine große Ehre für mich, hier zu springen mit diesen Jungs. Es ist wichtig, einen guten ersten Sprung zu zeigen. Orlando Duque, er war mit seinem vierten Platz in La Rochelle nicht zufrieden und hat seinen Eröffnungssprung für diesen Wettkampf geändert. Ich habe mein Programm umgestellt. In La Rochelle hat es nicht funktioniert. Ich habe mit den Judges gesprochen, weil ich nicht so viel Power habe. Und die Beweglichkeit ist auch nicht gut, dass ich wirklich alles geben kann. Rookie Jonathan Paredes, nach dem sechsten Platz in Frankreich, will er hier mehr erreichen. Ich will einfach nur einen guten Wettkampf haben und unter die Top 3. Der Stand nach der ersten Duellrunde. Artem Siljenko gegen Matt Cohen. Die interessanteste Paarung ist aber sicher Duque gegen Lobu. Der Gesamtzweite gegen den Gesamtdritten des Vorjahres. Rookie Paredes liegt an der dritten und der Titelverteidiger Gary Hunt an siebter Stelle. Der Sprung aus 28 Metern vom Dach der Oper ist nicht nur spannend, sondern auch harte Arbeit für den Körper, speziell die Eintauchphase. Um das Eintauchen auszuhalten, muss man stark sein. Das Wasser bremst einen so schnell ab, in weniger als einer Sekunde von beinahe 100 auf 0. Du musst nahezu perfekt senkrecht eintauchen. Schon die kleinste Abweichung wird dir richtig wehtun. Wenn man abspringt, setzt man sich Mutter Natur vollkommen aus, die einen mit ihrer ganzen Schwerkraft nach unten zieht. Mit 80-90 km/h schlägt man dann auf dem Wasser auf und muss dabei 2-3 G ertragen. Die wichtigsten Muskelpartien sind für mich die Bauchmuskel, um meinen Rücken zu schützen, und die Beinmuskulatur. So viel haben sich schon im Schritt verletzt, weil es ihnen unter Wasser die Beine auseinandergezogen hat. Muskeln sind geschmeidig und flexibel. Sie ziehen sich zusammen und lassen sich wieder strecken. Das Eintauchen ist eine beinahe passive Kraft. Das heißt, dass die Muskeln von einem gestreckten in einen verkürzten Zustand wechseln, wie eine Ziehharmonika. Der Aufprall ist also sehr intensiv, beinahe wie eine maximale Muskelkontraktion. Right down to shorten, almost like a concertina effect. And so the impact is very forceful. It's like almost like a maximal muscle contraction. Sobald ich das Wasser sehe, schätze ich ein, wie schnell ich bin. Wenn ich zu langsam bin, mache ich einen engen Pike, falte meinen Körper und bleibe in dieser Position, bis ich genug Rotation habe, um meinen Körper zur vertikalen Position zu öffnen. Wenn ich zu schnell bin, bleibe ich beim letzten Salto gestreckt, was mich dann ziemlich verlangsamt. Manchmal bin ich einfach, so wie letztes Jahr, überrascht, als ich zum Beispiel auf meinem Gesicht oder meinem Rücken gelandet bin. Es ist nicht so sehr der Schmerz, als mehr die Überraschung. Ich will das nicht, das war nicht so geplant. Muskulatur und Knochen sind lebende Gewebe, die sich anpassen, wenn man sie trainiert. Sie werden sich an diese Einschlagkräfte gewöhnen. Am Wettkampftag bestaunen 27.000 Zuschauer die Sprungperfektion. Je mehr ihr schreit, umso mehr Sonne wird sich zeigen. Gebt, was ihr könnt, Leute!
Toll, hier zu sein und ein netter Flug. Die Leute verleihen dir Flügel. Großartig. Runde 2 ist noch die Runde der einfacheren Sprünge mit Schwierigkeitsgrad 3,8. Der Aufprall am Wasser jedoch ist gleich heftig wie bei den schwierigeren Sprüngen. Jeder Sprung aus 28 Meter Höhe ist eine Herausforderung, selbst für die Besten der Welt. Die Leute sind unglaublich. Die Plattform ist von überall einsehbar, so kann jeder eine gute Zeit haben. Nach den zwei Pflichtsprüngen müssen die Athleten noch ihre Kürsprünge mit höheren Schwierigkeitsgraden zeigen. Jetzt geht's los, so richtig los. Nach der zweiten Runde liegt Orlando Duque in Führung. Er hat sich gegen Steven Lebeau behauptet. Michael Navratil liegt an dritter Position und hat sich damit auch schon seinen Platz fürs Finale gesichert. Sein Kontrahent Wurst wird verletzungsbedingt nicht an der dritten Runde teilnehmen. Wir dürfen einen guten Kampf zwischen Shabutenko, Kulturi und Gary Hunt erwarten, der mit dem fünften Platz die Lücke zu den Podiumsrängen langsam schließt. Runde 3. Die Kürsprünge. Die Zeit der Champions, die Zeit der Entscheidungen. Go big or go home. Wir sind jetzt keine Feinde, aber wir versuchen definitiv, den anderen auszuschalten. Ich denke mal, dass es ein guter Kampf wird, das steht fest. Offensichtlich ist es das Ziel, egal wo auf dem Podium zu stehen und den Sieg zu holen. Es wird ein Kampf bis zum Schluss. Als ich hörte, dass ich gegen Orlando antreten muss, rutschte mir das Herz schon kurz in die Hose. Mein Gott! Steven Lebeau war die große Überraschung von 2012 mit dem Sieg in Wales. Kann der Dominator des Sports, Orlando Duque, einmal mehr die Zukunft des Sports besiegen? Ich habe noch Probleme mit meinen Landungen. Das Einlernen des neuen Sprungs ist da auch nicht hilfreich. Die gute Neuigkeit ist aber, dass ich meinen neuen Sprung mit einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad gleich morgen als erstes zeigen kann. Ein guter Sprung, vielleicht auch zwei, und dann sollte es möglich sein, an ihm vorbeizuziehen. Er hat sich in den letzten beiden Jahren unglaublich gesteigert. Vom Gewinn eines Wettbewerbs bis zum dritten Gesamtrang in der Series. Und heute lernt er neue Sprünge. Er zeigt einen Quint Half. Niemand hat gedacht, dass das möglich ist, aber er zeigt ihn. Er wird einfach besser und besser. He's just gonna get better and better. Er hat all dieses Talent und all das Können. Er ist so ein Schwergewicht des Sports. Er ist sicher einer jener, auf den man in Zukunft aufpassen wird müssen. Das wird herausfordernd. Das ist hart. Orlando gleich zu besiegen, wird sehr hart. Orlando Duque gegen Steven Lebeau. Establishment gegen die Zukunft. Der Amerikaner ist 28 und hat in den letzten beiden Jahren sein Können unter Beweis gestellt und dass er das Potenzial für mehr hat. Aber 30 Punkte Rückstand auf den Kolumbianer ist eine große Aufgabe. Steven Lebeau zeigt seinen schwierigsten Sprung, Schwierigkeitsgrad 6,1. Wenn er Duque schlagen will, muss dieser Sprung sitzen. In La Rochelle hat er die Landung komplett verhaut. Kann er mit diesem Druck umgehen? Viel Wasser spritzt auf, aber eine sichere Landung, und das sind bei diesen Bedingungen gute Nachrichten. Niedrige Wertungen kommen von den Judges und der Amerikaner ist enttäuscht. Der zweite Wettkampf und zum zweiten Mal konnte er nicht sein volles Potenzial zeigen. Steven Lebeau versucht einen der schwierigsten Sprünge der Welt, fünffach Salto gehechtet. Die meisten würden es schon schwierig finden, das gehockt zu versuchen, aber leider war er zu langsam. Er hat versucht, so lang wie möglich durchzuhalten, aber am Ende musste er die Beine anziehen. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre die Landung daneben gegangen. Nichtsdestotrotz gebührt dem Jungen Respekt für diesen Versuch. Was für ein mutiger Kerl. Ja, sehr mutig, aber noch immer mit Fehlern im Sprung. It's too slow on the rotation. Die Drehung ist einfach zu langsam. Ich weiß nicht, ob meine Beine zu kalt sind oder ob die Plattform schuld ist. Etwas nimmt mir den Speed aus der Drehung. Ich bin einfach nur genervt. Das ist wahrscheinlich mein schlechtester Wettkampf seit langem.
Ich muss einfach in Portugal stärker sein. Alles blickt nun auf Orlando Duque. Der Kolumbianer ist der älteste Springer im Feld und im Cliff Diving so ikonenhaft wie das Opernhaus von Kopenhagen. Seine Sprungvorbereitung ist immer dieselbe. Ein letztes kurzes Aufwärmen, bevor es an die Kante geht. Er wird einen dreifachen gehechteten Salto mit drei Schrauben zeigen, mit einem Schwierigkeitsgrad von 5,6. Wenn der 38-Jährige die Spitze angreifen will, dann muss dieser Sprung jetzt sitzen. Gegner Steven Lebeau weiß sofort, dass sein Wettkampf vorbei ist. Ein solider Sprung mit sauberem Eintauchen, der auch mit guten Wertungen der Judges bedacht wird. Ein achter Platz in La Rochelle und das Finale in Dänemark verpasst. Lebeau, der Gesamtdritte von 2012, ist in Schwierigkeiten, was die Platzierungen betrifft. Bei Duque verläuft soweit alles nach Plan. Nächstes Ziel, die Spitze des Podiums. Orlando hat saubere Arbeit geleistet. Nur beim Absprung war er zu langsam. Bei diesem Sprung muss man die Arme so rasch wie möglich strecken. Da ist er vielleicht noch zu langsam. Man erkennt, dass die Drehung etwas unrund ist und am Ende hat er nicht mehr wirklich viel Platz, um die Sache zu beenden. Da hilft ihm seine Erfahrung. Er weiß genau, was er machen muss, wenn er zu langsam ist. Man erkennt ganz deutlich, wie er kompakt bleibt und dann ganz schnell die Brust hochreißt, um noch sauber senkrecht einzutauchen. Ein paar Abzüge gibt's für die Drehung und für die leicht abgewinkelten Arme beim Eintauchen. Trotzdem ein beeindruckender Sprung bei diesen Bedingungen. Mein Start in La Rochelle war nicht allzu gut und ich wollte mich verbessern. Meine ersten drei Sprünge hier haben zumindest funktioniert. In La Rochelle ist alles daneben gegangen. Die anderen Jungs haben alle höhere Schwierigkeitsgrade als ich. Also muss ich einfach bessere Sprünge abliefern. Bis jetzt funktioniert's. Einen Sprung habe ich noch und ich hoffe, ich bringe den auch runter. Ich weiß, dass ich's kann. Ich will gute Wertungen bekommen. Und gleich lernen wir zwei Rookies besser kennen, Jonathan Paredes und Anatoly Shabotenko und die besten Cliffdiver beim Kampf ums Finale. Die dänische Staatsoper in Kopenhagen, der Austragungsort für das zweite Cliffdiving-Event dieser Saison. Die Plattform 28 Meter über dem Meer. Paredes gegen Chris Colanos, der mexikanische Neuling gegen den Wildcard-Besitzer aus Polen. Chris Colanos wollte sich schon in Australien als offizieller Springer qualifizieren, hat es aber nicht geschafft. Der 26-Jährige ist Polens größtes Sprungtalent. Das kann er jetzt vor einer riesigen Menschenmenge in Kopenhagen unter Beweis stellen. Sein Sprung? Ein dreifacher Salto mit 1,5 Schrauben gehechtet. Guter Sprung, gute Ausführung in der Luft und hohe Wertungen kommen gleich von den fünf Richtern. Chris Colanos hatte in den Trainingsrunden Probleme, aber er scheint die Energie für den Wettkampf gefunden zu haben. Vielleicht sind es die Zuschauer, die ihm hier helfen. Die Drehung etwas unsauber, aber die Hechtposition ist großartig. Keine Probleme, geschlossene Beine und eine super Landung. Fantastischer Versuch, gut gemacht. Meine Pflichtsprünge waren nicht so gut, aber mein Kürsprung war perfekt. Ich brauche noch mehr Übung, werde daher nur zum Trainieren nach Portugal fahren und nicht in den Wettkampf eingreifen. Ich brauche mehr Sprünge. Das war ja mein erster Wettkampf. Ich hoffe, dass ich mein Bestes in Malcesine in Italien zeigen kann. Ich kann's besser. Selbst jetzt hat Colanos noch eine Chance auf das Finale. Der nächste ganz oben ist der Mexikaner Paredes. Er hat die Qualifikation gewonnen und ist nun erstmals ein offizieller World Series Diver. Für Jonathan Paredes ist derzeit alles wie im Traum. Mit 23 ist er der jüngste Springer im Feld. Die Reisen rund um die Welt sind noch etwas Besonderes für den Mexikaner, für den Kopenhagen das komplette Gegenteil zu seiner Heimatstadt Mexico City ist. Red Bull versucht immer coole Spots für die Bewerber zu finden und Kopenhagen ist echt toll. Copenhagen is a very nice place.
Nun ist er bei den Besten der Besten. Noch vor 3 Jahren hat er sich die Bewerbe nur im Fernsehen angesehen. It's really nice, you know, because es ist wirklich spitze. Ich habe in Mexiko meine ersten Sprungshows gemacht und die Videos von Orlando, Artem oder Hassan gesehen und mir gedacht, wow, diese Kerle sind unglaublich. Vom Videoschauen zum Radfahren in Kopenhagen, ein weiter Weg und Idole werden neue Freunde. Orlando ist für mich schon ein ganzes Leben lang ein Idol. Und nun ist er noch mehr als das. Er ist mein Freund. Er kann mir gute Ratschläge geben. Orlando ist ein sehr netter Kerl. Er ist einer der besten Springer der Welt. Und ich verstehe mich gut mit ihm. Jonathan Paredes ist nicht als Tourist hier. Er will an die Spitze. Er will die Elite des Sports besiegen. Ich will bei diesen Jungs bleiben, Spaß haben und von der Plattform springen. Das bedeutet für mich gerade alles. Zuerst muss Paredes Chris Colanos im direkten Duell besiegen, um ins Finale zu kommen. Sein Sprung, ein gehechteter Dreifachsalto mit 2 Schrauben. Eine halbe Drehung mehr als Colanos und ein leicht höherer Schwierigkeitsgrad. Mit einer durchschnittlichen Wertung von 7 sollte er ins Finale aufsteigen können. Und was für ein Wettkampf von Paredes. Er hatte schon immer den schönsten Style, aber jetzt wird er auch noch konstant. Die Erfahrung scheint ihm nun zu helfen, um den richtigen Rhythmus zu finden. Ich bin wirklich, wirklich happy. Vor ein paar Minuten habe ich noch trainiert und wollte den Backtwist nicht springen. Und jetzt habe ich es geschafft. Auf ins Finale! Paredes ist also im Finale und Colanos zurzeit der Lucky Loser. Artem Zilchenko gegen Matt Cohen, der Gewinner von La Rochelle gegen einen weiteren World Series Rookie. Im ersten Wettbewerb war Matt Cohen noch super nervös und hatte wirklich Probleme mit all seinen Sprüngen und dem Wettkampf. Hier in Dänemark ist er viel entspannter und hat ein paar Dinge in seiner Vorbereitungsroutine geändert. Der 25-Jährige aus dem Nordwesten Englands braucht ein paar gute Sprünge, um wieder Selbstvertrauen zu bekommen für die kommenden Wettkämpfe. Und genau das hat er gebraucht. Er kommt aus dem Wasser und das ist der Moment der Erleichterung für Cohen. Nun ist er ein echter World Series Diver. It's amazing, man. Fantastisch. Den ersten Sprung habe ich verpatzt, aber die letzten beiden haben viel besser funktioniert, als ich dachte. Ich bin glücklich, meine Sprünge haben funktioniert. Ein glücklicher Matt Cohen, aber seine Chancen ins Finale weiterzukommen sind bescheiden. Sein Rivale ist Artem Zilchenko, der jetzt den vielleicht anspruchsvollsten Sprung der Szene zeigen wird. Handstand mit 2,5 Saltos, halber Drehung und blinder Landung. Das bedeutet, er kann das Wasser im letzten Teil des Sprunges gar nicht sehen. Und was für ein unglaublicher Sprung. Beinahe perfekte Noten von den Judges. Noch nie haben die Judges in einem Bewerb 4-mal die Note 10 für einen einzelnen Sprung vergeben. Elegant,
ästhetisch und mutig. Das ist pures Cliff Diving. Ich spüre immer noch ganz deutlich meinen Herzschlag. Ich kann es einfach kaum glauben. Es ist so windig und die Plattform ist nicht optimal. Aber dann beim Eintauchen dachte ich, wow, ich bin so glücklich. Anerkennung von Matt Cohen. Artem Siltschenko gebührt wahrhaft der Tribut und damit ist er der Favorit für den Sieg hier in Dänemark. Next on stage. Anatoly Shabutenko und David Kulturi sind die Nächsten. Shabutenko hat einen passablen Vorsprung, aber Kulturi hat die schwierigeren Sprünge im Programm. Der Amerikaner hat es letztes Jahr zweimal aufs Podest geschafft, aber heuer läuft es nicht so richtig. Er muss an seinen Entries, also dem Eintauchen, arbeiten, dem wichtigsten Teil des Sprunges, um die Judges zu überzeugen. Sein Schwierigkeitsgrad liegt bei 5,6. Ein Handstand mit 2,5 Salti und 3 Drehungen. Wieder ein schlechter Entry und nur durchschnittliche Noten von der Jury. Der Amerikaner kann jetzt nur mehr hoffen, dass ihn sein Schwierigkeitsgrad ins Finale bringt. David Kulturi hatte seine Probleme in den Trainingsrunden. Er war zu schnell und tauchte mit erhobenen Armen ein. Er musste die Luftbremse im Training ziehen, aber im Wettkampf hat er die perfekte Geschwindigkeit gefunden. Hat sich beim Barani flach gemacht, musste sich aber etwas beugen, um die vertikale Position zu finden. Damit hat er noch zu kämpfen. Wenn er das hinbekommt, wird man in Zukunft mit ihm rechnen müssen. Das wird hart. Ich habe mir etwas auf die Zunge gebissen, aber 7 sind okay. Bei Anatoly weiß man nie so richtig, was passieren wird. Er hat's drauf, deshalb hoffe ich, dass er einen Sicherheitssprung macht. Er hatte Probleme mit seinem Quad Half. Alles Gute, Anatoly. Wir werden sehen, wo die Kugel landet. Anatoly Shabutenko. Der Ukrainer ist definitiv einer der schlauesten Typen in der Series. Auch für ihn ist es das erste Jahr bei der Red Bull Cliff Diving World Series und er hat die Zeit vor dem Wettkampf zum Shoppen genutzt. I like gum. Ich gehe in den Shop, kaufe und verschwinde wieder. Das ist sein Stil, rein und wieder raus. Als Cliffdiver hat man nicht Zeit, zu viel zu denken. Aber selbst Typen wie Anatoly brauchen manchmal Hilfe. Every time I like shopping, but ich mag Shopping. Am liebsten mit meiner Freundin. Wenn ich alleine einkaufe, dann ist das wirklich schwer für mich. Sie hilft mir immer. Really difficult. She helped me every time. Sein großes Ziel ist das Podium dieses Jahr. Letztes Jahr landete er als Wildcard zweimal auf dem 4. Platz, aber er hatte einen holprigen Start in die Saison. Der 24-Jährige hatte die Kontrolle verloren und war kurz sogar bewusstlos. Aber richten wir den Blick wieder auf die Zukunft. I try forget first stop, but ich versuche den ersten Stopp zu vergessen. Ich habe Fehler gemacht. Never mistake. Now I feel good and jetzt fühle ich mich gut. Und wenn ich an den Zwischenfall denke, dann verstehe ich das so. I'm scared. Ich hatte Angst in Frankreich. Nun bin ich bereit. Ich denke, alles wird gut gehen. Neues Gewand, neues Selbstvertrauen. Eine neue Chance für Shabutenko. Die letzten Momente vor dem Sprung. Selbst David Kulturi scheint für seinen Kollegen nervös zu sein. Ein schlechter Entry am Schluss. Überhaupt nicht senkrecht, aber sicher. David Kulturi schielt kurz zu den Judges und weiß, dass er es gerade ins Finale geschafft hat. Shabutenko ist draußen, aber irgendwie doch glücklich.
Seine Ängste aus dieser Höhe zu überwinden nach so einem Crash ist eine beeindruckende Leistung. Well, this is so hard. Echt hart für Anatoly, da wieder hochzugehen nach seinem Crash in Frankreich und dann so eine solide Leistung zu zeigen. Der Absprung war beeindruckend, kein Fehler in der Luft. Leider hat er seine Arme am Ende zu früh geschlossen, was zu einer Überrotation geführt hat. Es ist wirklich wichtig, seine Arme beim Bahrani weit zu lassen, damit man die Drehung stoppen kann. Er hat sie einfach zu früh angelegt, überdreht und dann spritzt es eben stark. Sehr schade. For me it's hard after. Nach einem Crash zu springen ist hart für mich. Ich habe zu schnell begonnen und mich geöffnet, um gerade ins Wasser zu kommen. Aber das ist eine Erfahrung. Es ist meine erste Saison. Ich bin zufrieden. Safety first. I'm happy. I'm safety first. Blake Eldridge gegen Sascha Kuzenko lautet die nächste Paarung. Der Brite liegt gut voran und will ein zweites Mal in Folge ins Finale. Das Opernhaus eröffnet 2005 und 8 Jahre später die Bühne erstmals auf dem Dach. 3 Sekunden freier Fall mit 85 km/h. Ein spektakulärer Sport, ausgeführt von bemerkenswerten Athleten. Sascha Kuzenko mit einem Handstand mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad von 5,6. Und der Wind wird auch stärker und macht die Sache noch schwieriger. Aber was für ein Sprung des Ukrainers. Gut, aber nicht gut genug, um Chris Colanus vom Lucky Loser Spot zu verdrängen. Aber der 30-Jährige ist zufrieden mit seiner eigenen Leistung. Wow, Sascha konnte diesen Sprung nicht trainieren, weil es zu windig war. Und dann zeigt er diesen super Versuch. Irgendwie hat er die richtige Absprunggeschwindigkeit gefunden. Großartige Landung, beinahe senkrecht. Beinahe heißt, dass er auf seiner Brust gelandet ist. Noch nicht ganz die senkrechte Linie, darum umso mehr ein unglaublicher Entry. Beeindruckend. Der frühere Olympiateilnehmer Blake Eldridge hat noch ein paar Tricks im Petto. Letztes Jahr hatte er einige Probleme mit Verletzungen, aber 2013 läuft es gut für ihn bisher. In der diesjährigen Saison trainiert Aldridge am ersten Trainingstag nicht. Der harte Aufprall aufs Wasser hat es in sich für den Körper und er will für den Wettkampftag fit sein. Kann sich diese Taktik ein weiteres Mal auszahlen? Ein guter Sprung mit Wertungen von 8 und höher. Der Mann aus London peilt sein zweites Podium an. Im Finale will er seinen schwersten Sprung zeigen. Ein Sprung mit Schwierigkeitsfaktor 6,3. Das letzte Duell in Runde 3. Gary Hunt gegen Cyril Omechkan. Nach dem zweiten Platz in Frankreich will Gary Hunt hier in Dänemark den Sieg holen. Aber der Brilliant Brit liegt nur an 5. Stelle. Für Cyril Omechkan war der Wettkampf wohl bisher wie ein schlechter Tag im Büro. Er hat keine Chance, Hunt zu schlagen und ins Finale zu kommen. Ein vierfacher Salto mit 1,5 Drehungen. Das ist einer von Gary Hunts K.O.-Sprüngen. Perfekte Ausführung. Respekt auch von Blake Eldridge, aber keine 10 von den Judges. Egal, Gary Hunt verbessert damit seine Platzierung. Ich wusste, dass ich 110% geben muss. Da sich das Dach etwas bewegt, nimmt es dir etwas an Energie. Im Training hatte ich Probleme und bin auf meiner Brust gelandet. Also habe ich mir gesagt, gib einfach 110%, alles was du hast, und es ist aufgegangen. Boah, bei diesem Sprung dreht sich alles um maximale Power. Er wusste, er muss alles geben, also hat er alles auf eine Karte gesetzt. Perfekter Übergang von der Hechtposition in die Drehung und eine perfekte Landung. Er ist nur nicht ganz perfekt senkrecht eingetaucht, aber technisch absolut perfekt. Gary, beeindruckend. Nach der 3. Runde ergibt sich folgendes Bild. Artem Siltschenko ist wieder in Führung. Der Russe liegt mehr als 30 Punkte vor Gary Hunt.
Duque setzt sich gegenüber Lobo durch. Paredes an vierter Position, nur 9,5 Punkte hinter seinem Idol aus Kolumbien. Chris Colanos schafft es als Lucky Loser ins Finale. Und jetzt zurücklehnen und den besten Sprung aus 5 Jahren Red Bull Cliff Diving genießen. Zeit, sich die Superzeitlupen anzusehen. Und wie kann man da Artem Sitschenkos Sprung ignorieren? 4x10 von den Judges und eine 9,5. Überragende Leistung. Der Sprung ist so gefährlich, dass er ihn nicht einmal trainiert. Er geht beinahe unvorbereitet in den Wettkampf. Er hat auch beschlossen, den Handstandabsprung anders zu machen. Mit gestreckten anstatt angewinkelten Beinen. Was mehr ein ästhetischer Grund ist, um die Judges zu beeindrucken. Fantastische Absprunggeschwindigkeit, er stößt sich weg, dann die großartige Drehung in der Luft und er hält diesmal die Beine geschlossen. Und am Abschluss der wichtige Entry war einfach spektakulär. Er schneidet durchs Wasser ohne einen Spritzer und das Ganze auch noch blind, wobei ihm, wie er meint, die bunten Boote etwas geholfen haben. Er ist absolut in Topform. Ich stehe hier auf der Plattform und die vierte Runde startet in wenigen Momenten. Die Bühne ist bereit für noch mehr aufregende Cliff-Diving-Action. Das große Finale. Die Bühne ist bereit für die besten Klippenspringer der Welt. Wer wird den zweiten Stop der Red Bull Cliff-Diving World Series 2013 gewinnen? Dass er in die Top 8 der Elite gekommen ist, ist ein großer Erfolg für Chris Colanos. Aber im Finale will er natürlich mehr. Er hat nicht den höchsten Schwierigkeitsgrad, aber viel Selbstvertrauen. Und wieder ein guter Sprung des Polen. Wertungen zwischen 7,5 und 9 und eine gute Chance, sich in den Rängen nach oben zu arbeiten. Chris Colanos wirkt, als ob sein Selbstvertrauen wächst. Starker Absprung, saubere Hechtposition. Seine Beine sind beisammen, der Entry wunderbar. Schön, dass ein paar Wildcard-Springer in den oberen Rängen zu finden sind. Wahnsinn, ich kann es kaum glauben, was da gerade passiert ist. Ich bin ins Finale gekommen und war der erste Springer. Absolut unglaublich. David Colturi kostet seinen letzten Auftritt von der 28-Meter-Plattform aus und das enthusiastische Publikum liebt ihn dafür. Und dann einmal mehr Konzentration vor dem schweren Manöver. Doppelter Rückwärtssalto mit 4 Drehungen. Ein guter Sprung, aber noch nicht der Durchbruch für den Amerikaner dieses Jahr. Das Podest erreicht er damit nicht. 4 Sprünge in Dänemark und keine Wertung höher als 8,5. Colturi muss sich verbessern. David hat bisher eine wirklich konstante Leistung gezeigt. Nichts Herausragendes. Wenn man sich den Absprung ansieht, benutzt er seine Beine zu wenig. Er muss sich einfach mehr abdrücken. Dafür kann er sich unglaublich gut drehen. Beeindruckende Eintauchphase. Er taucht nicht komplett vertikal ein. Das wird er morgen noch im Nacken spüren. Aber ich bin mir sicher, er ist erleichtert, den Wettkampf abgeschlossen zu haben. Nun beginnt der Kampf ums Podium allerdings so richtig. Blake Aldridge wird einen der schwierigsten Sprünge des Sports zeigen. Das Niveau im Klippenspringen ist in ungeahnte Höhen gestiegen und man muss solche Sprünge zeigen, wenn man mit der absoluten Spitze mithalten will. Ich muss einfach nur locker bleiben und konstant springen. Gleich Blake Aldridge mit einem der schwierigsten Sprünge der Welt. Ein Handstand mit 2,5 Salti und 4 Drehungen. Schafft es der Brite bei diesen Bedingungen? Die Red Bull Cliff Diving World Series in Kopenhagen. Jetzt das große Finale. Wer gewinnt das erste Springen in Dänemark? 27.000 Zuschauer, über 200 Boote, ein beeindruckender Blick über Amalienborg und die Frederikskirche. Aber für die Springer
zählt nur die Konzentration. Kulturi führt im Moment noch. Sein Schwierigkeitsgrad ist 6,3, ein Handstand mit 2,5 Salti und 4 Drehungen. In La Rochelle zeigte er diesen Sprung nicht und schaffte es trotzdem aufs Podium. Nun wirft Aldridge alles rein. Er will den Sieg. Ein Handstand in schwindelerregender Höhe. Für die Zuschauer immer besonders spektakulär. Ein Riesenspritzer, aber Aldridge ist okay. Nur niedrige Wertungen für den 30-Jährigen, der damit hinter Kulturi zurückfällt. Ein hoher Schwierigkeitsgrad ist nicht der einzige Weg zum Erfolg. Die Ausführung ist ebenso entscheidend. Blake war einfach zu langsam am Absprung und wenn die Rotation dann auch langsam ist, dann wird die Drehung unrund. Er meinte, dass er Schwierigkeiten hatte, sich in der Luft zu orientieren und am Ende war es schon ein Kampf ums Überleben. Aber das ist einfach ein unglaublich schwerer Sprung und wir müssen uns immer vor Augen halten, das ist erst der zweite Stopp der Tour und die Sprünge werden besser und besser. Echt schwerer Sprung. Ich habe ihn seit Oman im letzten Jahr nicht mehr gezeigt. Im Training hat er gut funktioniert. Da hat man keinen Druck und im Wettkampf sieht das anders aus. Der Absprung war etwas langsam und ich war nicht ganz rund bei der Drehung. Aber es ist noch ein neuer Sprung für mich. Ich hoffe, dass ich mich noch verbessern kann. Die Menge ist mit der Vorstellung zufrieden. Aldridge eher weniger. Michael Navratil ist der Nächste auf dem Dach. 28 Meter unter ihm haben die Zuschauer wirklich gute Laune. Jonathan Paredes versucht sich bei seiner Sprungvorbereitung zu konzentrieren. Er und Orlando Duque sind die Nächsten. Navratil ist seit 2009, seit Beginn der World Series mit dabei. Sein Dreifachsalto mit 1,5 Drehungen hat den niedrigsten Schwierigkeitsgrad in der Finalrunde. Der Tscheche muss schwierigere Sprünge lernen, wenn er konkurrenzfähig bleiben will. Jetzt braucht er wirklich hohe Wertungen, um aufs Podium zu kommen. Aber das war definitiv nicht gut genug. 7 und 7,5 sind okay, aber wenn man gewinnen will in diesem Feld von Elitespringern, dann sollte man schon die 9 oder die 10 treffen. Naja, ich bin halbwegs zufrieden. Ich weiß einfach nicht genau, warum ich so langsam in der Luft bin. Ich will nicht zu schnell sein und dann bin ich am Ende zu langsam. Daran muss ich arbeiten in Zukunft. Jetzt ist Paredes an der Reihe. Der Rookie ist bereit. Orlando Duque muss sich noch ein paar Minuten gedulden. Die Cliffdiving-Karriere von Paredes ist ziemlich symptomatisch. 2011 und 2012 war er Wildcard-Springer, dann gewann er die Qualifikation zu Jahresbeginn in Australien. Nun muss er den nächsten Schritt machen, konstante Sprünge in der Series abliefern. Man sieht, dass er nervös ist. Kann er dem Druck jetzt standhalten? Und wie er das kann, beeindruckend. Der beste Sprung am Ende des Wettkampfes von Paredes. Und er zeigt seine perfekten Sprungfertigkeiten. Eine 10 von Head Judge Claudio De Miro, wahrscheinlich die größte Auszeichnung für Jonathan Paredes. Nun hat er zum ersten Mal die Chance aufs Podium. Ein beeindruckender Sprung von Jonathan. Zu Beginn dachte ich, er würde sich zu langsam drehen, aber er wusste genau, wo er in der Luft war und dass er nur noch etwas länger halten muss. Sein Barani war exzellent. Viele der anderen Jungs haben eine großartige Drehtechnik. Vielleicht zeigen sie auch schwerere Sprünge, aber dieser Junge hat den Barani perfekt drauf. Was bedeutet, dass er sauber eintauchen wird. Wenn er jetzt also noch ein paar Salti und Drehungen einbaut, dann wird er fantastisch. It's amazing. Too much. Wahnsinn! Es sind gerade zu viele Emotionen. Ich bin so happy. Ich fühle mich nur großartig. Das war mein bester Sprung überhaupt, glaube ich. Ich bin einfach nur wirklich, wirklich happy.
So I'm just really, really, really happy. Jetzt die letzten drei Springer des Wettkampfes. Orlando Duque, Gary Hunt und Artem Zilchenko. Die großen drei des Cliff Diving kämpfen hier in Kopenhagen um den Sieg. Gary Hunt wenige Momente vor seinem letzten Sprung. Orlando Duque kennt diese Situation und liebt sie auch. Mit einem guten Sprung kann er den Druck an die anderen weitergeben. Aber Duque hat den niedrigsten Schwierigkeitsgrad der drei Springer. Ein sehr guter Sprung mit hohen Scores von den Judges. Die große Frage ist jetzt, reicht das für den Sieg? Egal, Duque schlägt Paredes um 1,9 Punkte. Einmal mehr wird der junge Mexikaner von seinem Idol geschlagen. Der Abstand wird aber kleiner. Orlando scheint es bei der Drehung etwas an Beweglichkeit zu fehlen. Er muss härter am Absprung arbeiten, die Beine stärker anwinkeln und die Arme schneller bewegen. So ist die Drehbewegung etwas langsam. Am Ende muss er hart arbeiten, tief in der Hechtposition bleiben und bis zu allerletzt durchhalten, um in die Vertikale zu kommen. Nur der Kopf ist etwas zu spät dran. Er kann sich bis zum nächsten Mal noch verbessern. So viel steht fest. Ich denke, der dritte Platz ist realistisch. Die anderen springen großartig. Gary zeigt gleich seinen besten Sprung und Artem ist gerade uneinholbar. Es ist hart. Wenn beide gut springen, kann man gegen diesen Schwierigkeitsgrad kaum was ausrichten. Gary Hunt, Gewinner der Red Bull Cliff Diving Series 2010, 2011 und 2012. Nun wird er seinen Triple Quad zeigen. Drei Salti mit vier Drehungen und einem Schwierigkeitsgrad von 6,3. Hunt liegt 33 Punkte hinter Artem Zilchenko. Wie geht er mit dieser Situation um? Wow, das war wohl einer der besten Sprünge des Wettbewerbs. Großartige Bewertungen und noch immer die Chance auf den Sieg für Gary Hunt. I'm really happy today's competition. Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Wettkampf. Wir haben bei etwas unruhigen Bedingungen gestern begonnen, aber heute habe ich mich gut zurechtgefunden. Hatte Spaß und am Ende scheint alles funktioniert zu haben. Ich bin mit meiner Leistung wirklich zufrieden. Gary Hunt, dieser Typ ist einfach wie ein Fels. Seine Technik ist unglaublich. Der Absprung ist perfekt. Die Beine bei den Drehungen immer geschlossen. Vielleicht etwas zu langsam, weshalb er den Sprung nicht ganz sauber abschließen konnte, um seine vertikale Position zu finden. Aber er ist technisch so verdammt gut. Und jetzt der letzte Sprung des Wettkampfes. Artem Zilchenko ist bereits ein Gewinner mit seinen Leistungen in Runde 3 mit 4 Zehnerwertungen. Aber der Russe will mehr. Er will der erste Sieger der World Series auf dänischem Boden sein. Die Spannung unter den 27.000 Zuschauern ist beinahe greifbar. Ein Windstoß irritiert Zilchenko kurz vor seinem Sprung. Wie wird der erfahrene Zilchenko damit umgehen? Einfach erstklassig. Zweifellos, das ist der wohlverdiente Sieger des zweiten World Series Stops. Gute Scores und der Gewinner in Dänemark 2013 heißt Artem Zilchenko. Today is my day for sure. Heute ist mein Tag und die Saison hat gerade erst begonnen. Ich habe die besten Springer der Welt als Konkurrenten und ich weiß, dass diese Jungs es hassen zu verlieren. Sie werden kämpfen und ich auch. Sein Vorsprung auf Hand beträgt 15,6 Punkte. Der Brite hat es geschafft, seinen schlechten Start wegzustecken. Siebenter nach dem ersten Sprung und am Ende Zweiter. Orlando Duque auf Platz 3 mit einem dicht hinter ihm liegenden Paredes. Dann Colturi, Navratil, Wildcard Chris Colanus und auf Platz 8 Blake Aldridge.
Er wird seinen schweren Handstandsprung üben, um in den nächsten Wochen mitzukämpfen, wenn es um das Podium geht. Was für ein großartiger Wettkampf. Klippenspringen aus 28 Meter vom Dach der beeindruckenden Oper. Und wie immer an neuen und schweren Locations sind die erfahrenen Springer an der Spitze. Zwei Wettkämpfe und zwei Siege. Natürlich führt Artem Siltschenko damit auch die Gesamtwertung vor Hunt und Duque an. Aldridge und Paredes liegen auf Platz 4. Steve LeBoux, der Gesamtdritte des Vorjahres, muss sich verbessern, wenn er den Kontakt zur Spitze nicht verlieren will. Ein guter Start in die Saison ist besonders wichtig. Es ist wichtig, von Beginn an gute Ergebnisse zu haben. Die Saison ist lang und man weiß nie, was später passiert. Verletzungen, Müdigkeit, ein paar Probleme hier oder da. Also willst du zu Beginn einen guten Start. La Rochelle war nicht übel, aber ich werde mich verbessern. Ich weiß, ich kann es beim nächsten Mal etwas besser. Das ist schon in einer Woche. Es geht also sofort weiter vom zweiten Stop der World Series in Dänemark zu den portugiesischen Azoren im Atlantik. In Portugal werden nur die, die sich schnell erholen und sich gut vorbereitet haben, auf diese lange und intensive Sprungsaison in der Lage sein, Stop 2 hinter sich zu lassen und um das Podium auf den Azoren zu kämpfen.